Ein Kurs in Wundern, Originaledition. Text, Kapitel 16. Die Vergebung von Illusionen. Abschnitt 1. Einleitung. Sich einfühlen bedeutet nicht, sich im Leiden zu verbinden, denn das müsst ihr euch weigern zu verstehen. So deutet nämlich das Ego die Einfühlung, und diese Deutung wird immer dazu benutzt, eine besondere Beziehung herzustellen, in der das Leiden geteilt wird. Das Einfühlungsvermögen ist für den Heiligen Geist sehr nützlich, vorausgesetzt, ihr lasst es ihn auf seine Weise nutzen. Seine Weise ist ganz anders. Er versteht Leiden nicht und möchte, dass auch ihr lehrt, dass es unverständlich ist. Wenn er durch euch in Beziehung tritt, tritt er nicht durch euer Ego mit einem anderen Ego in Beziehung. Er nimmt am Schmerz nicht teil, weil er versteht, dass die Heilung des Schmerzes nicht durch wahnhafte Versuche erreicht wird, in ihn hineinzugehen und ihn dadurch zu lindern, dass der Wahn geteilt wird. Der deutlichste Beweis dafür, dass das Einfühlungsvermögen, so wie das Ego es benutzt, zerstörerisch ist, liegt in der Tatsache, dass es nur auf bestimmte Arten von Problemen und bei bestimmten Menschen angewendet wird. Diese wählt es sich aus und verbindet sich mit ihnen. Und es verbindet sich nie, außer um sich selbst zu stärken. Und da es sich mit dem identifiziert hat, was es zu verstehen glaubt, sieht das Ego sich selbst und möchte sich selbst mehren, indem es das teilt, was wie es selbst ist. Verkennt dieses Manöver nicht. Das Ego fühlt sich immer ein, um zu schwächen, und schwächen heißt immer angreifen. Ihr wisst nicht, was Einfühlung bedeutet. Doch dessen könnt ihr sicher sein, wenn ihr einfach nur ruhig dasitzt und den Heiligen Geist durch euch in Beziehung treten lasst, werdet ihr euch in die Stärke einfühlen und beide werdet ihr an Stärke und nicht an Schwäche gewinnen. Euer Teil besteht nur darin, euch daran zu erinnern, dass ihr nicht wollt, dass irgendetwas, was ihr wertschätzt, aus einer Beziehung resultiert. Ihr entscheidet euch, sie weder zu verletzen, noch sie auf eure eigene Weise zu heilen. Ihr wisst nicht, was Heilung ist. Alles, was ihr über Einfühlung gelernt habt, ist aus der Vergangenheit. Und es gibt nichts aus der Vergangenheit, das ihr mit anderen teilen möchtet, denn es gibt nichts aus der Vergangenheit, das ihr bewahren möchtet. Benutzt die Einfühlung nicht dazu, die Vergangenheit wirklich zu machen und sie so fortzusetzen. Tretet sanft beiseite und lasst die Heilung für euch geschehen. Haltet nur einen Gedanken fest und verliert ihn nicht aus den Augen, wie sehr ihr auch versucht sein mögt, über irgendeine Situation zu urteilen, und durch euer Urteil eure Reaktion festzulegen. Richtet euren Geist nur auf Folgendes. Ich bin nicht allein und möchte meinem Gast nicht die Vergangenheit aufdrängen. Ich habe ihn hereingebeten und er ist hier. Ich brauche nichts zu tun, außer mich nicht einzumischen.